Moin miteinander und ein recht herzliches Willkommen, zu einem weiteren Video von uns, den Kurs mit meiner Wenigkeit, ich bin der Schulz. Heute fahren Sie einen Personenzug als CRX5 von St. Pölten nach Wien-Westbahnhof. Sie müssen folgende Bahnhöfe aussteigen. Tunnelfeld, Wien, Hütteldorf und Wien-Westbahnhof. Genau, und damit begrüße ich euch hier im Train Simulator Classic, auf der Strecke Wien-Westbahnhof, St. Pölten, Verlängerung. Wir fahren heute meine Aufgabe vom neu erschienenen Szenario Pack 2 von der SSLO, was veröffentlicht wurde. Und wir sind hier heute unterwegs mit dem ÖBB CityJet A und fahren heute hier mal eine kleine Runde. So, wir starten jetzt erstmal die Batterie mit Steuerung und B. Und dann klicken wir uns hier unseren Schalter rein. So, drehen den Schlüssel um, können dann einmal die Türen öffnen. So, dann tun wir einmal den Stromabnehmer heben. Das dauert einen kleinen Moment, bis er gehoben ist. Wenn er hochgehen möchte. Na, oben ist er schon, gut. So, und dann können wir den Hauptschalter reinmachen. Das dauert natürlich auch einen ganz kleinen Moment. Und da warten wir natürlich jetzt erstmal ab, bis der Hauptschalter an ist. Da geht er an, wir hören er schon. So, dann machen wir unsere Zugspitzen leuchten mal an. So, damit sind sie an. Ziehen noch ein bisschen mal die Bremse an. Und braucht man eigentlich nicht das Licht. So, schalten uns noch die SIFA PZB an. Und können dann hier den Richtungswender einmal auf Vorwärtsstellung bringen. So, und dann schauen wir einmal kurz nach draußen. Sieht alles gut aus. Wir haben Abfahrt. So, und dann geht es auch schon los hier. Wenn er möchte. Nicht so Lust. Fährsprecherbremse müssen wir noch lösen. So. Jetzt geht's aber los. Okidoki. So, na dann. Der kleine Verschönerung ist abgefahren. Dennoch werden wir es vielleicht hoffentlich noch pünktlich schaffen nach Tunnelfeld. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So, gut. Wir starten dann jetzt hier in St. Pölten und fahren heute die komplette Strecke ab. Bis nach Wien-Westbahnhof sind wir ja so auch noch nie abgefahren. Und zwar sind wir heute auf der Schnellfahrstrecke unterwegs. Und sonst kennen wir ja sonst nur die S-Bahn oder Regionalbahn-Trasse, sage ich jetzt mal. Aber heute sind wir dann mal auf der Schnellfahrstrecke unterwegs. So, gut, wir beschleunigen dann bis auf 160. Wir brauchen vielleicht bis auf 250 beschleunigen, schafft er allerdings nicht. Vom Max hier sind ja auch nur 160 bei dem. Überlegen, wie hieß der? Die Zero ML. Glaube ich. Die Zero ML, genau. Irgendwie CityJet. So. Genau, ihr seht schon anhand den Punkten. Das ist wieder Karriere-Szenario. Und ich stelle euch natürlich gleich noch ein bisschen genauer das Aufgabenpack vor. Ich möchte jetzt erstmal nur auf die. Dass wir so auf 250 bestellen können. Kann ich durchdrücken. Und dann kann ich ganz in Ruhe meine Notizen ablesen und euch das vorstellen. Vorab, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, Nase ist immer noch zu, man hört es sicherlich auch an meiner Stimme. Ich dachte mich jetzt aber trotzdem daran, ein Video zu drehen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, das ist eigentlich nicht meine normale Stimme. Ich glaube, man hört es auch ganz gut, dass ich ziemlich angeschlagen bin. So, hier, das hatte ich schon bei der Probefahrt gehabt, gibt es immer mal wieder einen kleinen Leck, warum auch immer. Ist aber auch nicht so schlimm. Genau, SSLO hat ein neues Aufgabenpack oder Szenario-Pack rausgebracht für die Strecke Wien-Westbahnhof St. Pölten Verlängerung. In der letzten Woche kam ja auch das Aufgabenpack 1 raus, was ich euch auch vorgestellt habe schon in einem Video. Könnt ihr euch ganz gerne nochmal anschauen. Das Szenario-Pack 2 kostet auch wie das erste Pack 4,99 € und es werden wieder 5 wundervolle Aufgaben mitgeliefert. Die erste Aufgabe, die hier mitgeliefert wird, fahren wir jetzt hier gerade. Und zwar ist das, eine Regionalbahnaufgabe oder Regionalexpressaufgabe hier in Österreich.
Ja, weiß ich nicht, wo ich das zuordnen soll. Kann mich damit jetzt nicht allzu doll aus. Also, ja, wenn ihr einen Plan habt, könnt ihr es mir natürlich wieder ganz gerne mal mit unten in den Kommentaren das wissen lassen. Ja, dann gibt es auch wieder S-Bahn-Aufgaben, wo man dann wieder die S80 fahren kann und auch Güterzugaufgaben. Genau. Ja, sonst sind alles Karriereaufgaben. Und ja, genau. Ja, benötigt wird, um dieses Aufgabenpack vollständig fahren zu können, einmal die Strecken Wien Hauptbahnhof St. Pölten, dann einmal die Streckenverlängerung zur Strecke Wien Hauptbahnhof St. Pölten, Wien Westbahnhof St. Pölten. Ja, dann Fahrzeuge werden auch benötigt und einmal der Talent der ÖBB 4024 von der SSLO und einmal der T0 ML ÖBB CityJet auch von SSLO. Also roundabout, um dieses Aufgabenpack fahren zu können oder um diese Aufgaben fahren zu können, kostet das schon so ein bisschen was. Aber ja, wenn man es hat, hat man es. Wenn man es nicht hat, hat man es halt nicht, sage ich aber dazu. Ja, ob sich es lohnt, in meinen Augen ja, sind aber schöne Aufgaben. Vor allem auch für den Preis von 4,99 € ist das schon wirklich, wirklich, wirklich gerechtfertigt für 5 Aufgaben. Gut, sind zwar jetzt keine Ansagen dabei, aber man merkt schon, es ist hier gleich noch viel mehr Leben. Haben wir vielleicht auch schon gesehen, wo wir in St. Pölten gestartet sind. Was da rumgefahren ist über Taurus, Talent, City Jets, ja, aber auch Vectron. Ja, also ist schon echt viel dabei. Ja, und unter anderem auch, wie gesagt, Regionalbahnlinien, Regionalbahnaufgaben, wo wir eben halt hier lang fahren können, auf den Schnellfahrstrecken, Regionalbahn oder S-Bahnaufgaben, die wir dann auf der anderen Seite der Karte dann befahren können, sowie auch Güterzüge, aber auch Intercities. Ja, und wenn ihr natürlich mehr Aufgaben hier von den Aufgabenpacks sehen wollt, könnt ihr es mir natürlich dies ganz gerne nochmal mit unten in den Kommentaren wissen lassen. Und dann können wir es sicherlich einrichten, beziehungsweise wird es ja auch wieder in naher Zukunft Livestreams geben von der Strecke oder einfach allgemein Livestreams von Train Simulator Classic, wo wir dann natürlich auch die Aufgaben alle mal nach und nach abfahren werden. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, um zukünftig dann keine weiteren Videos oder auch Lessons von mir zu verpassen. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne meinen Instagram-Kanal oder mir auf Instagram folgen. Können wir abonnieren sagen, aber da ist es ja folgen. Da werdet ihr auch immer informiert, wenn ein neues Video hochgeladen wurde. Oder auch allgemein einfach mal so ein paar Einblicke aus meinem Alltag. Mal außerhalb von YouTube. Und so weiter und so fort. Ja, und meinen Sitzgottschalk habe ich auch. Da bin ich auch natürlich sehr aktiv. Und kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen, dass ihr auch auf den Server beitritt. Genau. So, schön. Ja, schön entspannt. Dürfen wir heute mal richtig Gas geben hier. 165 km schafft die kleine Kiste. Fahren heute auch nur einen Einteiler, der aus 3 Wagen besteht. Genau. Ja. Vorne Steuerwagen, hinten Steuerwagen, in der Mitte Mittelwagen, alles Durchgangzug, oder ist ein Durchgangzug, alles modern, lässt sich schön steuern. Ich finde jetzt die Variante jetzt hier von dem CityJet nicht so schön, da gibt es auch schönere Varianten, die man sich dann auch bei Steam kaufen kann. Gab es auch schon mal Videos dazu, wo ich auch mal mit den anderen, die Zeros gefahren bin, sage ich jetzt mal, oder CityJets. Ja, wie man es dann möchte. Boah, gibt schon ein paar Videos dazu hier auf dem Kanal. Gerne mal ein bisschen in der Playlist rumschauen. Unter Trailer oder Classic. So. Genau. Ich glaube, bis nach Wien Westbahnhof sind das ungefähr 50 Kilometer von St. Pölten aus. Wie gesagt, wir halten in Thulnerfeld. 12 Kilometer, dann in Wien-Bitteldorf. Und dann geht es um Wiener Westbahnhof.
Aber wie gesagt, die Aufgaben sind auch alle hier sehr verschieden. Vor allem, was die Güterzugaufgaben sind. Und da muss ich wirklich sagen, von der SSLO, die Güterzugaufgaben sind immer wirklich sehr, 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 sehr schön. Und ja, auch ja, mit den Intercities RE oder RB Aufgaben, ja, war halt eine Aufgabe, da soll man wie einen Hauptbahnhof halten, weil eine andere Aufgabe wieder wie ein Westbahnhof, jetzt habe ich ihn erwischt, wo wir eben halt bis zum Westbahnhof fahren. Und was ich auch sehr schön finde, braucht eine komplett neue Gleisstruktur. Es sieht ja sogar danach aus, dass das ein betoniertes Gleisbett ist, wird ja auch sehr häufig genutzt oder verwendet jetzt in der heutigen Zeit. Ich glaube, Wittlicken-Ulm, die neue Schnellfahrstrecke, die ja zum Projekt Stuttgart 21 ja, gebaut wurde, hat auch ein betoniertes Gleisbett. Und dazu habe ich mir auch eine Reportage angeguckt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird das gemacht, um erstens eben halt Hochgeschwindigkeitszügen eben halt fahren zu lassen, die auch wirklich dann so 250 Stunden Kilometer fahren dürfen, beziehungsweise auch glaube ich bis 280. Ich glaube, schneller fährt kein Zug hier in Deutschland, zumindest nicht bei uns in Deutschland, also zumindest im regulären ja, Fahrgastbetrieb. Ja, aber an zweiter Stelle, die sind nicht so veratmungsintensiv. Ich weiß nicht, wie lange so eine Fahrbahn normalerweise halten soll, aber ich war der Meinung, so, ich weiß nicht, 20 oder 30 Jahre soll sie halten. Müssen zwar auch regelmäßig überprüft werden, man fährt so einen Schienenzug rüber, der dann alles scannt tut und dann auf Risse und ja, Löchern, keine Ahnung, ja, das alles dann überprüfen tut. Genau, aber die soll nicht so wartungsintensiv sein wie ja, Gleisbett oder Schotterbett, Schienenbau. Was ich auch sehr cool finde, ist dieses Gitter, was hier so mitgesetzt wurde in dem Tunnel. Ja. Allerdings sieht das mir jetzt wieder aus nach Schotter, also ist auch so eine bunte Mischung. Ja. Was ich ein bisschen nicht so schön finde an der Strecke, gegen offen ehrlich zu, sind hier diese komischen erhöhten Berge. Diese aufgeschütteten Berge hier auf der rechten Seite. Das sieht für mich ein bisschen komisch aus. Ich kenne mich zwar jetzt hier in Österreich nicht aus auf den Strecken, aber. Ja, weiß ich nicht, ob das so hingebaut oder extra so gemacht wurde in Realität als Schaltschutzmauern. Die sind ja doch relativ teuer, muss man ja sagen, und dann ist das natürlich auch etwas ungünstiger. Oder ob das jetzt hier einfach nur vom Entwickler improvisiert hingezimmert wurde. Weiß ich nicht, wenn ihr es wisst, wie gesagt, gerne es unten mit in den Kommentaren wissen lassen. So, Tunnelnerfeld kommt gleich. Da vorne von der Ankündigung. 400. Können wir schon mal bremsen. Bremsen sind sehr, sehr gut. Auch die Beschleunigung hier als Dreiteiler. Echt, echt, echt gut. Auch im Allgemeinen muss ich sagen, lässt sich gut steuern alles. Bin hier gestern Abend schon mal. Ja, eine kleine Proberunde habe ich hier gedreht auf der Strecke. Weil ich kenne die komplette Strecke gar nicht. Ich habe sie mir mal gekauft, habe es aber so nie gezeigt. Und ja, da dachte ich mir, da kannst du ja auch mal die Strecke angucken. So, nochmal ein Pin für 100, also Ausfahrsignal für 100. Oder das ist dann für das Ausfahrsignal die 100, die angekündigt wurde. So. So, nächste Station Thulinerfeld. Ausstieg, weiß ich nicht, weil man gleich sehen. So, ist noch eine Bremse angezogen oder irgendwie so. So, hier die Weiche dürfen wir mal drunter nehmen. Genau. Bremsausstieg in Fahrtrichtung gerecht sein. Tatsache. Irgendwann die Zero ML Holzgüterzug noch Talent. Oh, Olli, was los? Ja,
So, kommt noch eine Vectron. Ja, schön, mit den EBW City, wie hießen die? City Shuttle waren. Ja, ist da hinten der Steuerwagen dran? Ne, ist er nicht. Weil er gar nicht da unterstützt. So. Wollen wir aber schon sagen, der Bremszaun hört sich eigentlich ganz gut an. Weiß ich nicht, ob der jetzt auch realistisch ist, weiß ich nicht, aber ich muss sagen, hört sich so ganz gut an. Also den Desiro HTC kenne ich, ja, den kenne ich. Oder HC, nicht HTC, sondern HC. Der ist ja jetzt ja, auf dem RE1 zwischen Frankfurt-Oder und Brandenburg, beziehungsweise zwischen Cottbus und Magdeburg unterwegs. Durfte ich auch letztens fahren, also nicht ich, sondern ich saß drin und bin mitgefahren. Sehr schönes Gefährt. So, das hat auch einen sehr schönen Klang, der Desiro HC. So, okidoki. So, haben wir gleich Abfahrt, sind natürlich auch pünktlich gewesen. Haben wir hier wieder schöne Punkte bekommen, hoffentlich. Können wir schon mal rausgucken. Die Tür gar nicht offen oder was? Ach, ich glaube, die muss ich mal manuell, glaube ich, aufmachen. Hier mit dieser Steuerung hier. Das können wir dann mal im nächsten Bahnhof ausprobieren. So, gut, Ausfahrt ist dann mit 100, müsste sein. Zumindest da vorne haben, Hauptsignal. So, dann geht es wieder auf die Hauptstrecke drauf. Nächster Halt ist dann Wien-Hütteldorf. Hütteldorf, ja. So. Da sind wir auch, glaube ich, letzte Woche mit unserem Güterzug gestartet. Haben eine ganz kleine Wiener Stadttour gemacht, sage ich jetzt einmal. Und wenn man steht, man kann auch das hier aktivieren. Das sind so Kameras. Erfahrungskameras. Die, glaube ich, auch dann automatisch wieder ausgehen. Irgendwann. So, ja, Sie tun man hier bestätigen wieder mit der Taste Q. PCP Wasser haben wir für 40 wieder mit Bild runter und entfernt. Genau, also eigentlich üblich aktivieren tut man so mal Steuerung und Endaufnahmenpad und Shift und Endaufnahmenpad. Genau, also ist nichts Besonderes. Das Einzige, was besonders ist hier, um überhaupt irgendwas machen zu können, müsst ihr erstmal Shift und B drücken, um die Batterie hier vom Zug einzuschalten und dann den Vorpultschlüssel umzulegen und dann den Stromabnehmer Hauptschalter zu aktivieren und dann noch gegebenenfalls SIFA und LZB einschalten, SIFA und PZB einschalten, wenn man es mag. Ich mag es auch gerne damit zu fahren, weil das ärgert mich immer so schön, oder die Systeme ärgert mich immer so schön, oder ich mache immer nur alles falsch, je nachdem. Ja, Richtungswende noch Vorwärtsstellung und dann die Sprecherbremse lösen und dann kann dann auch die Fahrt losgehen. Ist das schön? Kann man mal machen. So, kann man das jetzt eigentlich auch wieder ausschalten oder geht das jetzt erst wieder beim nächsten Bahnhof aus? Wir beobachten das Geschehen mal. Genau, wie gesagt, eine manuelle Türsteuerung gibt es auch. Da muss ich dann mal gucken beim nächsten Bahnhof, wie das jetzt ist. Mir ist gerade erst aufgefallen. Oh, ein ganz schön langer Güterzug. Drei Loks vorne dran. Zwei Taurus und ein Elektron. Naja, gut, naja, wenn die ganzen Ravis-Wagen beladen sind, dann wird da natürlich auch schon ordentlich was wiegen. Ich muss sagen, so Strecke gut nachgebildet oder fühlt sich gut an, muss ich sagen. Also es kommt sehr gut rüber, dass es Hochgeschwindigkeit ist. Wir fahren zwar jetzt selber keine Hochgeschwindigkeit, weil unser Zug einfach dafür nicht ausgelegt ist und auch nicht zugelassen ist. Aber ja, es fühlt sich schon so an, wenn man so links und rechts gucken tut. Es sieht schon sehr gut aus. Ganz viele Tunnelfahrten. Ist schon echt schön. Schön umgesetzt.
Auch schön, gerade konnte man hier drin schön im Tunnel auf der linken Seite zwei Turbinen sehen, die für die Belüftung zuständig waren. Auch Notausstiege, allem drum und dran. Sehr schön. Auch hier wieder betonierte Fahrbahn mit so einem Gitter hier drauf. Ich weiß nicht, wie was das Gitter ist. Ich denke mal, das wird einfach so ein Laufstieg sein dann vielleicht. Oder weil es einfach schöner aussieht. Weiß ich, was so der genaue Hintergrund sein soll. Genau, hier vorne mit der Desktop-Light-Schaltung könnte auch ja, die Lampen einschalten. In zwei verschiedene Stufen. Einmal auf der rechten Seite. Und einmal dann links. Oder? Ja. Ist doch nicht ganz so schön umgesetzt. Im Handbuch stand das anders beschrieben. So, gut. Fahren wir jetzt hier mal durch den langen Tunnel. Da sind wir auch gleich schon in Wien. Ja, in Wien-Hütteldorf, wenn ich das nicht wieder vergesse, können wir uns ja mal ein bisschen genauer uns die Kartenansicht uns mal angucken. Da ist man einfach so ein kleines, ja, so einen kleinen Überblick über die gesamte Streckenlänge bekommt. Ich muss schon dazu sagen, also für den Preis ist das jetzt nicht so eine wahnsinnig lange Streckenlänge, muss ich fairerweise dazu sagen. Also die Standardstrecke kostet ja 21,99 € glaube ich. Und da geht es ja nur bis nach Wien Westbahnhof. Und ich weiß jetzt nicht, ob dann jetzt da die S-Bahn und die Schnellfahrstrecke dabei ist oder ob nur die Schnellfahrstrecke dabei ist. Das weiß ich nicht. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Verlängerung kostet glaube ich auch da nochmal 24,99 € ja, für den Wiener Raum. Aber daraus lassen sich halt mega schöne Aufgaben bilden, die auch mitgeliefert werden. Und welche Fahrzeuge jetzt hier mitgeliefert werden auf der Strecke, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ich glaube die ÖBB 1116, glaube ich, müsste mitgeliefert werden. Als ja, ich glaube, ist auch die einzige Lok, die man fahren kann hier. Das sind natürlich wieder ja, mit der City-Wagen. Der City Jet Wagen, ja, City Shuttle Doppelstockwagen, wieder Wagen halt wieder, ne? Dann hier auch mitgeliefert auf der Standardversion Strecke. So sieht's aus, Freunde. So sieht's aus. So, vorne auf der Dreimontur sehen wir schon an für 200. Hat uns aber noch nicht zu interessieren. Wir sind noch ganz entspannt weiter vorne hier. Ah, wirklich ganz schön langer Tunnel hier. Der zieht sich. So ist es. So. Naja, haben wir es gleich geschafft, sind wir ja schon wieder in Wien. Und zum Wiener Westbahnhof ist auch nicht mehr weit, sind dann nur 5 Kilometer, nicht mal. Na doch, 5 ungefähr. Roundabout bis nach Wien Westbahnhof. So, dann 520. Machen wir mal bremsen. So, und der Tunnel ist auch ein bisschen was Besonderes. Kommen dann auch verschiedene Streckenabschnitte in diesem Tunnel ja, mit dazu. Das werden wir dann gleich sehen. Habe ich so auch relativ wenig gesehen in Deutschland. Und in Deutschland kann ich ja doch schon relativ viele Strecken. Wieder hoch, 120 ab hier, das meinte ich. Jetzt kommt hier noch auf der rechten Seite noch mal eine Strecke dazu. Ja.
man schon ordentlich was hier. Ne? Schon echt gut aus. Und die ganze Frau nicht wissen, was dieser Tunnelsystem hier so gekostet hat. Bestimmt schon ein paar Millionen Euro hier reingeflogen. Da bin ich mir sicher. So, ein bisschen mehr gegensteuern. So, dann geht es hier berghoch, so dass wir dann gleich aus dem Tunnel rauskommen. So, pünktlich sind wir hoch. Laut ETA. Das ist doch viel wert. So, Ankündigung 485. Braucht man nicht bestätigen. Aber hier bei den Signalen müssen wir bestätigen. Da kommt nämlich eine Ankündigung 480. So. Sehr geehrte Fahrgäste, der nächste Halt ist Wien-Wickeldorf. Hier haben Anschlüsse an die Regionalbahn wie an die S-Bahn. Von allen Fahrgästen in Jarostein verabschieden wir uns im Namen der ÖBB und hoffen Sie dann bald wieder in unsere Züge Sie begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. So. Ja, hier ist alles grün. Vorsignal auf. Ach, 60 sind hier. Ach du Scheiße, 60. 60. Ja, das kommt davon, wenn man sich nicht so gut hier mit den ganzen ja, Signalisierungen sich hier nicht so auskennt. Aber so ist es. Da haben wir uns natürlich ordentlich Minuspunkte jetzt hier eingeflößt. Aber es ist halt. So ist es halt. Da muss ich, da wird die Dummheit halt bestraft. Ah, ich habe schon wieder ein bisschen Signalkunde gemacht für Österreich. Das muss ich ja dazu sagen. So, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wollen wir wegkommen. Der Taurus. Flasche, die Zero ML. Alles da. Förderungsqualität. Ja, mal. So, halten wir mal hier an dem Signal. Zweck ist schon auf Fahrt. Ah, ich habe gehört, man soll, wenn es geht, vor Weichen halten. So, drücken T. Dann werden wir mal versuchen, hier die Türen aufzumachen. Ja, Tatsache, dann gehen sie auch erst auf. Okay, also man muss die Tür nicht aufmachen, aber man kann. Aber so sieht es natürlich besser aus. Aber was ich noch vergessen habe, ein Thumbnail zu machen. Können wir hier die Günstagstunde mal nutzen. Haben wir ein bisschen Offenheit hier. Um mal ein schönes Bildchen zu machen hier. Für das Video. So. Ja, texturmäßig muss ich dazu sagen, sieht jetzt... die Baureihe jetzt auch nicht so schön aus. So. Okay. So, dann gucken wir uns mal die Kartenansicht an. Genau. Hier oben ist Sandpölten. Und hier verkehrt dann die Schnellfahrstrecke, in die wir lang gefahren sind. Und ja, hier kommt sie dann wieder zusammen. Ungefähr in Wien-Handersdorf. Und ja, verkehrt dann einmal bis nach Wien-Hütteldorf, wie jetzt gerade sind, gibt es auch einen direkten Weg in Richtung Wien-Hauptbahnhof, der dann hier ist, der dann auch über Wien-Meidlingen verkehrt. Genau. Also man sieht schon, gibt es echt viele Abzweige und das hier ist eben halt dann die Regionalbahn, S-Bahn-Strecke hier, wo die Halter auch dicht an dicht sind, die wir auch schon mal abgefahren sind. Ich glaube, aber ich weiß jetzt nicht mehr, von wo wir gestartet sind. Aber irgendwo hier. So, kommt ein Talent hat rein. Ja, kurz ich doch. Hab's gehört. Genau. So, jetzt gibt es natürlich auch eine Innenansicht. Oh, schöne ÖBB-Sitze. Sieht
sehr, sehr schön aus, auch mit Tisch und allem drum und dran. Genau, aber das ist die eine Ansicht. Man kann höchstens rein und rauszoomen, aber mit den Falltasten links und rechts kann man die Sitze nicht wechseln. Kann man ja bei manchen Fahrzeugen machen, hier aber nicht. Gut, ich muss meine Nase schnauben. Ich habe kein Taschentuch. Das ist ein Mist, aber auch du. Also die Türen auf und zu gehen hier vom Talent neben uns, hört ein bisschen komisch an. Übrigens, das ist ein Talent der ersten Generation. Genau. Sonst bekannt sind ja sonst die Talents der zweiten Generation, die Armsabacke nämlich. Was ich auch schön finde, wieder hier Uhr auch wieder animiert, allem drum und dran. Sonst kann man hier leider nicht bedienen. Ja. Sonst gibt es hier großartig zu sagen zu dem Fahrzeug eigentlich nichts. Großartig. Hier kann man Scheinwischer einstellen, hier kann man Caplight einschalten. Gibt's Tröte, Lokbremse, Bremse und Gashebel, Fernlicht und Abblendlicht kann man einstellen. Hier kann man dann die Lichter einschalten, eben halt, wie man sie gerne haben möchte. Ne? Bremsdruck. Hauptluftbehälter und so weiter und so fort. Federsprecherbremse lösen, anziehen und lösen. Haupt- oder Notausschalter, Touchpad, Edin, Feldelemente für einen zusätzlichen Schrott zum Entriegeln des ganzen Führerstands, Türsteuerung, Sandstreuer, PZB, Hauptschalter, Stromabnehmer, Richtungswender, noch ein paar Elementanzeigen und so weiter und so fort. So. Gut. Gucken wir mal draußen. Sieht alles gut aus. Wir müssen die Türen wieder manuell natürlich schließen. Gut, das ist ja mal gucken. Sehr schön. Trittschuben fahren auch alle rein. Vorbildlich. So. Und Ausfahrt ist mit 40. So, ich dürfe aber glaube ich gleich wieder bis auf 100 beschleunigen, wenn mich nicht alles täuscht. So, machen wir mal hier das Sport Cap Light aus, um ein paar Performance zu sparen. Sind nämlich die FPS dann auch mal sehr niedrig. Die meldet sich auch nochmal. Nächste Station und Endstation ist dann Wien Westbahnhof. So, ein bisschen zu schnell hier. Da fackelt der Simulator auch nie lange. Da werden hier gleich die Punkte runtergezählt. So. Genau, ja, Wien auch sehr große Gleisvorfelder, wo mal viel los ist an Güter, Regionalbahn und allem möglichen Verkehr. So ist es ja. So, gut, wir können nochmal 100 beschleunigen. Dann geht es dann jetzt hier links lang in Richtung Wien Westbahnhof. Nicht vergessen, die Siefer jetzt so drücken. So, wenn man jetzt hier glaube ich rechts abfährt, gucken wir mal Richtung Wien Hauptbahnhof. Im Gegenzug. So, alles grün für uns da vorne. Das ist ja auch schon mal gut. Vorbildlich. Die Geschwindigkeit ein bisschen zu halten. Weiß noch nicht, ob noch irgendwo eine Bremse angezogen ist, aber die Lokbremse habe ich ja schon gelöst mehrfach, aber ich bin immer wieder zurück. Keine Ahnung. So ist es wahrscheinlich. So, noch ein paar Wagen abgestellt von City Shuttle über Havis, City Jet und so weiter und so fort. Wird nicht langweilig, ja.
So, dann sind hier nur 95 km/h erlaubt. Was sich sowas ausdenkt, weiß ich nicht, was der Hintergrund dafür sein soll. Also die 5 km/h, keine Ahnung. Wahrscheinlich den Lokführer zu ärgern. So, fahren wir jetzt hier durch Wien-Prenzning. Oder Prenzing. Gott. Das hier mit der Nase macht mich auch ganz schön zu schaffen. So, das ist jetzt eine Ankündigung für 40. Muss man wieder bestätigen. Angel-Lokomotive steht auch noch hier. So, da können wir uns ausweichen lassen bis zum nächsten Signal. Und dann haben wir es gleich geschafft. Schön. Ja, schön, auch immer mal wieder mal ein paar Wagen abgestellt. So, zumindest, dass es nicht allzu nackig aussieht. Das ist auch schon mal vorbildlich. Talent. Gut. So, 40 haben wir. Und dann geht es jetzt auf Gleis 3. Nächste Station in Wien Westbahnhof. Wir bitten alle Fahrgäste dort auszusteigen. Sie haben Anschluss an die S-Bahn, wie zum Regional- und Fernverkehr. Herr Fahrgäste, bitte verbessern Sie sich, dass Sie Ihr Hand- und Reisegepäck in den Zug nicht vergessen. Nehmen Sie es bitte mit. Vielen Dank. Der Ausstieg im Wien Westbahnhof befindet sich in Fahrtrichtung links. Ladies and Gentlemen, next stop Wien Westbahnhof, exit to the left. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines Gleiswechsels ist der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ladies and Gentlemen, exit to the right. Excuse me. Oh Mann, ey, peinlich. Peinlich. Passiert. So. Okay, okay. Aber ich bin stolz. Keine Zwangsbremsung. Zwar ein paar Minuspunkte haben wir gesammelt. Lauch in der Wart. Aber ja, ist nicht so schlimm. Aber wir sind sicher und heil angekommen hier in Wien, Westbahnhof. So, gut, haben wir noch schon vor hier ein Stück. Pünktlich sind wir auch, wie die Bahn. So, die Türen sind noch off. So, und damit können wir dann unseren Zug abrüsten. Und ja. So. Alle rein hier. So. Gucken wir mal, wie wir gehalten haben hier. Ja. Ausgezeichnet mal wieder. Und ja, Freunde, damit würde ich sagen, haben wir es gut gemacht. Szenario hat das schon so gesagt. Freunde, wenn euch die Fahrt gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne Feedback ja, unten in die Kommentare reinschreiben, gerne meinen Insta-Kanal sowie Discord-Kanal abchecken und ja, gerne kostenlos Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Videos oder auch Leistungsmärkte von mir zu verpassen. Ich verabschiede mich, euer Schuss von den Ghosts. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.